wir sind hier vor einer Garnison und versuchen das Ganze da zu übernehmen. Ich weiß nicht so richtig, wie der rein soll, denn mein Sniper habe ich nicht mit dabei im Handgepäck. Aber irgendeine Möglichkeit werden wir schon finden, den ganzen Haufen hier aufzumischen. Die Frage ist noch, ob ich mich das mal runtertrauen soll. Hoppala, ist er. Ah, sind Wildschweine, keine Drachen. Der Bogen ist ja auch noch für sich gar nicht so eine schlechte Sache. So. Scheiße, bin ich gut. Jupp, das war echt nicht schlecht. So, mal schauen, was wir da hier oben anrichten können. Oh oh. Weg ist er. Augen auf, Ohren auf. Bitwalker ist da. Die Frage ist, ob das eine Gefahr ist für die Gegner oder eher ein Scherz, das weiß ich nicht so recht. Für sich geht es recht gut da bis jetzt. Oh, daneben, verdammt. Oh, jetzt hat er mich. So richtig sieht er mich noch nicht, das ist gut, aber sie wissen mal, dass ich da bin. Allerdings haben sie mich noch nicht. Uah. Bist du Deppe, wo kommst du auf einmal her? Boah, mein Herz, du spinnst ja wohl. Du kannst mich einfach so schrecken, ey, das ist ja. Wieso bin ich so alt? Nur die Spitze. Oh, es gibt Alarm, jetzt gibt's Alarm. Oder? Komm, lauf mal rauf zu mir da. Was macht er jetzt? Was ich frage, ob das der einzige ist, der noch über ist. Glaube ich nicht. Das wäre doch zu einfach, oder? Ah, stimmentechnisch höre ich da definitiv noch mehr. Boah, wo bin ich jetzt? Scheiße, irgendwo runtergefallen da. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt haben wir ihn. Heb das bloß gut auf. Jetzt haben wir ihn erwischt, den Sackpicker. Jetzt muss ich mal vorsichtig darüber spechteln. Ob ich da nicht noch irgendwann hab. Die Frage ist nämlich wo. Wo seid ihr denn? Ich frage, ob ich da jetzt schon rein kann. Oh. Alles sauber. Alles sauber, das glaubst du aber nur. Lautloser Kill. Ui. Da ist der andere. Zack. Nein.
Weise und tödlich. Jawohl. Außenposten übernommen, ohne Alarm auszulösen, oder? Außenpunkte. Gut, dann kann ich jetzt doch... Nichts zu fürchten, außer der Tod. Genau. Na, jetzt hänge ich irgendwo fest. So, was ist das? Karten im Shop erhältlich, oder wie? Da schauen wir jetzt gleich mal hin, in den Shop. Den Außenposten haben wir erfolgreich erobert. Was gibt's denn da? Eine Weste. Was ist los für Rambazamba? Ui je, jo mei. So, was sind wir denn da? Was gibt's denn da alles Schönes? Da gibt's einen Killerauftrag. Wo ist der Shop? Irgendwo da. Hä? Da? Draußen wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Pass auf, schauen wir. Oder oben irgendwo? Das ist übrigens Spaß. Unglaublich. Ah, da oben wird das sein. Da gibt es einen Auftrag. So, pass auf, jetzt müssen wir mal raufschauen. In den Shop. Da ist er. Da ist der Shop. So, pass auf. Also, Munition füllen wir einfach wieder mal auf. Was haben wir Neues bekommen? Waffen. Bogen, die Terror 4000. Die kann ich jetzt haben. Konsumartikel. Kartenscan Nordwest. Kauf bestätigen. Zack. Was sehe ich da jetzt auf der Karte? Schau mal, Nordwest. Nie? Norden? Nordwest wäre dann da irgendwo, oder? Ah ja, da sind wir die ganzen Fernseher. Sehr schön. Da wissen wir dann wieder genau, wo wir hin können, um was zu suchen. Fisch. Ja, siehst du, ich will unbedingt meine Knarre wieder haben. Na, ich bleibe jetzt da frei. Aber schau, statt der Pistole nehme ich diese Snipe mit. Waffen. Und zwar, was sind denn das? Die Cobra Con. Ja, das ist alles noch gesperrt. Schaut. Gut. Oh, da wäre noch ein Pfeil übrig. Wieder Feinde, oder was? Was dann mit alle herinnen? Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Ah, bitte, take down. Neue Fähigkeit, Gesundheitsfeld plus. Wie viele Gesundheitsfelder habe ich denn schon? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oder was? 2, 6, 8, 9 Gesundheitsfelder. Das geht wirklich super. Oh, da gibt es irgendwo Kisten, das ist aber irgendwo draußen, vermute ich mal. Und zwar eher da oben, irgendwo kann ich raufkrabbeln, das ist schön. Hopp. So, irgendwo sind Kisten, aber wahrscheinlich weiter oben noch irgendwo da. Ah, Pfeile bin ich voll, deshalb nehme ich das nicht auf natürlich. Ah, da geht es noch schön weit rauf. Jo, geht's rauf, aber bringt mir nichts, weil. Die Kiste ist trotzdem nicht da. Wo ist denn die? Die ist irgendwo da auf meiner Ebene jetzt da. Da ist sie. Gibt aber noch eine. Die wird noch immer angezeigt da.
Aber die dürfte irgendwo da draußen sein, denn... Ah ja, auf der Etage ist die irgendwo. Da nicht. Da auch nicht. Wo denn dann? Da ist sie. Gut versteckt, gut versteckt. Das heißt, wir haben uns diesen Kill-Auftrag da widmen. Wo ist denn der da unten? Damit wir da unseren Spaß haben. So, was gibt es denn hier zu tun? Interagieren. Die Omega Force untersucht Ruinen und schmeißt ihren Müll in die Natur, tötet die Umweltverschmutzer und rettet den Wissenschaftler, der sie begleitet. Ja, Baby. Mach mal. Wow, ehrlich. So. Wo ist denn das? In diese Richtung. Gehen wir doch gleich mal. Ist aber weit weg, ha? Wo ist das? Okay. Was gibt's denn da? Was ist denn das? Ein Gleiter, hey! Ein Gleiter! Wo ist der? Vermutlich da oben irgendwo, oder? Moment. Ah, da ist er auf der Karte ist gewesen. Da ist er, rechts von mir irgendwo. Da, da ist er. Aber den nehmen wir doch, oder? Und hepp. Flieg! Ja, ist jetzt nicht so optisch, nicht so begeisternd wie bei Far Cry 3. Es hat definitiv schön ausgesehen, aber gut, ist halt so. Da muss ich hin. Jetzt langsam runterarbeiten, dass man nicht ganz zu. So, weil das ist ja einer der Punkt wahrscheinlich, wo ich die Knarre krieg. Also von dem her gesehen ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch. Oder? So. Nö, nö, das ist schon mein Einsatzpunkt da. Oh, oh, oh. Ein dicker Fetter. Genau, lautloser Kill. Ah! Es gibt's ja wieder in dem Geschoss, oder? Die Geisel wird angegriffen. Beschützen Sie den Cyber-Nerd. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist mein Geisel überhaupt? Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Ah, jetzt muss ich da runter, nutzt nichts. Mission gescheitert, verdammt. Ey, ey. Du von oben Takedown. Wenn die richtig gewesen, einfach runterspringen und außerdem. Aber nein. Wir versauen. So, pass auf. Alles ruiniert. Ah, sie ist wenigstens hell. Schaut wenigstens nett aus. Obwohl das hell. Oh. Da läuft der Drache rum. So, ein bisschen Gas geben, Sturzflug. Und dann versuchen wir, dass wir oben drüber kommen. Im Prinzip, glaube ich, ist es nicht so schlecht, dass wir das Ganze von oben schnappen. Ein Drache wieder in Reichweite. Was leuchtet da eigentlich auf? So, bremsen, 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 bremsen und absteigen. Ah ja, ist recht. So, pass auf, jetzt probieren wir es nochmal.
Überraschung. So, der ist immer weg. Was ich mir jetzt immer noch immer frage, von wo oder wo ist mein Nerd, den ich schützen soll? Was machen wir denn da unten jetzt? Pass auf. Ah, daneben. Ah, so richtig sehen tut er mich nicht, gell? Und solange man nicht sieht, gibt es ja kein Problem. Pass auf. Oh, oh. Pass auf, was ich mache. Legen wir Mine her. Genau. Mann, jetzt schieße ich wieder daneben. Die Geisel, der geht's nicht gut. Ah, ist wieder Gescheibengleister, elendiger. Mann. Das muss ich ein bisschen schlau machen. Das ist überhaupt nicht, das ist nicht gut, was ich da fabriziere. Muss ein bisschen taktischer vorgehen. So, pass auf, wo bin ich denn da jetzt? Ah, jetzt bin ich wenigstens dann da. Das ist schon mal nett, wenn es gespeichert wird. Pass auf, jetzt werden wir es so machen, dass wir das mit den Minen, das war gar nicht so blöd, glaube ich. Jetzt werden wir die Minen nochmal da herlegen, eine. Da her. Und die nächste dann mal da her. Dann nehmen wir den Bogen. Schnappen uns den Fritzen da. Zack. Na, schießt er daneben, na klar. So, der ist weg. Nein, wieso denn schon wieder? Vor allem, wo wird der angegriffen? Pass auf, jetzt laufe ich nochmal runter. Jetzt machen wir es mal auf die Geisel, wurde getötet. Was ist denn da? Ah, da geht es in eine Höhle rein, deshalb. Ah, Moment, wenn wir es ganz anders machen da. Also diese Sachen sind wesentlich schwerer wie bei Far Cry 3. Also das ging da ein bisschen easier. So, nochmal. Nochmal den Spaß. So, lautloser Kill. Mit Pfeil am Bogen wäre wahrscheinlich nicht viel großartig da auf dem Einschieß probieren. Das wird eher nichts bringen. Die Frage ist, was tut er jetzt? Ist du da? Was kommt der zweite? Ich kann schon gemein, was ich da mache. Genau, auf einen Retter feuern. Aber das Schöne ist, solange sie mich nicht sehen, ist die Geisel auch nicht in Gefahr. Hoffe halt mal. Oder? Was macht er jetzt? Nö. Die Frage ist natürlich, solange da nichts passiert, die Frage ist, wie viel sind da jetzt drinnen? Pass auf, ich laufe jetzt mal oben rüber. Warte mal, ich möchte es trotzdem probieren, ich möchte, dass er über die Mine läuft, weil das werden wir ein bisschen locken. Merkt ihr das, von wo er beschossen wird? Oh ja, jetzt hat es gekneist, glaube ich. Ist die Geisel wieder in Gefahr? Nö, oder? Nö, ist er noch nicht. Pass auf, ich probier's. Nein, ich probier's nicht. Ich geh's auf Nummer sicher.
Die läuft jetzt außen rum auf die andere Seite und versucht es von da herüben. Oh, da ist eine dicke. Ein Pfeiler drin stecken schon. Bin mir nicht sicher, ob der da alleine ist. Pass auf, jetzt muss ich da mal drauf schießen, sonst nichts. Pass auf, wenn wir da mal eine Mine legen. So, die Frage ist jetzt, wie damals das Wetter mit ihm da? So, wenn mich der sieht, natürlich gehöre ich der Katze. So viel nur, dass er auf eine Mine draufsteckt. Und wie es ausschaut, läuft er da außen rum vorbei. Ah ja, hehehehe. So, na gut, das... dumme Stimmen, das gefällt mir gar nicht. So, pass auf, ist er wieder auf den Feuern da. Ah, jetzt hängt er irgendwo fest. Er sieht mich. Ah, jetzt hat er mich gesehen, oder? Nee, doch nicht. Ja, kurz gesichtet, aber nicht. Aber nicht definitiv irgendwie erkannt. Mal schauen, ob ich das jetzt irgendwie retten kann da. Hätte mal probieren, eine C4 runterzuwerfen. Ah, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. So, obwohl da vorne habe ich auch noch was Rotes markiert. Eieiei. Ob das gut geht, ich bin so gespannt. So gezogen. Das hat ihm ein bisschen was gegeben. Wow. Hast selber gesprengt, ich Idiot. Jawohl, der ist weg. Das schaut jetzt gar nicht so schlecht aus. Die Frage ist nur, wie es da jetzt weitergeht. Ah, okay, jetzt sind wir definitiv mal auf derselben Ebene. Selben Ebene wie die anderen Gegner da jetzt. So, Burschen, wo seid ihr? Ist weg. Die
Und ist er weg. Und wem denn? Ja und? Geht mir gut. Oder? Habt ihr gerettet? Schaft hat wieder mal gesiegt. Mit ein wenig Hilfe von ihnen. Da will er hoffen. So. Gibt's denn da? OC4 ist Zeug. So, was haben wir da? Ein Fernseher. Und noch einer. Was soll der Scheiß hier eigentlich? Genau, was machen die Fernseher hier? Keiner weiß es. Keiner will es wissen, aber es macht nichts. Nimm das Geld, komm. Reißen wir ein paar Herzen raus und dann schauen wir weiter. Haben wir aufgeräumt. Das hört sich nach Drachen an, oder? Kann das sein? Nö, nach Tiger. Oh. Jo. Mein geretteter Nerd ist gestorben, weil der Tiger ihn gefressen hat. Aber das kümmert mich nicht mehr, denn mein Auftrag ist erfüllt. Dass er mit der Tierwelt nicht klarkommt, ist sein Problem und nicht meines. Herzschmerz. Dann schnappen wir uns noch die letzten Herzen und dann würde ich sagen, haben wir es soweit geschafft, schnappen wir uns ein Auto und fahren wir. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Sieht da richtig ein Jetski steht. Uah. Verdammt. Was ist denn das überhaupt? Wo bin ich denn da jetzt gelandet? Wo schnauft denn da so blöd? Da ist kein Mensch. Aber da gibt es irgendwas Nettes. Da ist noch irgendwo eine Kiste, da ist sie. Sie grunzen nervt mich ein bisschen, wenn ich nicht weiß, was das ist. Was ist denn das? Ah, was weiß ich. Oh, da gibt es eine Kiste. Und da gibt es auch noch irgendwo eine Kiste. Na schön, schau. Jo. Jo, gute Frage. Was tun wir jetzt weiter? Wo gehen wir hin? Schaut es jetzt eigentlich auf der Karte aus. Mal einen Blick werfen wir da mal drauf. Da gibt es noch einen Außenposten. Da ist auch noch einer. Da gibt es einen Fernseher. Da ist schon her. Alles markiert, da oben ist auch ein Fernseher, nicht weit weg von mir, da gehen wir noch hin. Da oben. Ja, ist schon recht. Macht jetzt einen Lärm. Oh. Wenn wir immer so aufpassen müssten, hier bei den Straßen, da laufe ich mal rüber. Was soll der Scheiß? Oh, die verprügeln sie da hinten, soll's noch machen. So, ich mich hier da raushalten kann. Na bitte, schau. Oh, da unten ist irgendwas gewesen. Ich hoffe, ich muss keine scheiß Flaggen einsammeln. Na, Flaggen einsammeln braucht man Gott sei Dank noch nicht. Wir nehmen da nur Fernseher. Tja. Bist du da? Ah, ich will diese blöden. Was sind das da? Wurscht. Blöde Viecher auf jeden Fall. Blöde, lästige Viecher vor allem. Und hüpp. Oh. Ah, schon wieder.
Schon wieder Fahrzeuge. Ich mag dich nicht. Deshalb schieße ich gleich mal einen Haufen. So schaut's aus. Oh, da ist ein Außenposten, aber nicht so weit weg. Nee, also für dieses Mal, glaube ich, soll es mal genug sein. Oh. Wir haben genug Blödsinn angestellt, das haue ich ab. Ich würde sagen, wir speichern das Ganze und ich hoffe, der Speicherpunkt wird auch irgendwie gehalten. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder beim nächsten Mal hier bei Blood Dragon. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.